Dieses Video habt ihr euch schon länger gewünscht. Wie schneidet man Videos am Smartphone? Also ihr könnt es euch vielleicht schon denken, dieses Video hier ist nicht am Smartphone geschnitten. Ganz ehrlich, so kompliziertere Sachen mit fliegenden Elementen oder irgendwie sehr viel Material, das geht einfach nicht so gut am Smartphone. Aber man kann es sehen an TikTok, Insta-Reels und Co. Am Smartphone ist echt viel möglich und auch die Kameras an Smartphones sind ja vollkommen ausreichend. Wollt ihr euch mal ein paar coole Tipps zum Drehen am Smartphone haben? Man kann mit dem Smartphone super easy Zeitraffer, Slow-Motion-Aufnahmen oder Loops machen, Effekte nutzen wie zum Beispiel mit dem Greenscreen Sachen verschwinden lassen oder fliegen lassen. Alles super einfach möglich. Schreibt uns doch mal, wenn wir mal was zu coolen Videoeffekten mit dem Smartphone machen sollen. Aber jetzt legen wir endlich los. Heute zeige ich euch, wie ihr mit der App InShot eure Videos schneiden könnt. Ihr öffnet die App InShot, klickt auf Video und erstellt ein neues Video. Dann wählt ihr am besten in der Reihenfolge, in der ihr sie haben wollt später, alle Videos aus und klickt auf den grünen Haken. Jetzt dauert es kurz, bis die App alle Materialien geladen hat. Und dann sind die hier in unserer Timeline angekommen. Das erste, was wir jetzt machen, ist schauen, in welchem Format wir das Ganze eigentlich haben wollen. Ich klicke mal dazu hier auf Leinwand. Und jetzt könnt ihr schauen, ob ihr das Ganze im Originalformat haben wollt oder lieber im Instagram-, YouTube-Format oder ähnlichem. Ich wähle jetzt einfach mal hier YouTube aus. Wenn es bei euch jetzt so wie bei mir ist, dass der Hintergrund eigentlich viel zu viel Platz noch hat, könnt ihr auf Hintergrund gehen und könnt hier auch verschiedene Hintergründe auswählen. Ich könnte zum Beispiel jetzt gucken hier, ob ich irgendeinen von diesen Hintergründen ganz cool finde. Oder hier unten gibt es auch noch verschiedene. Eigentlich hätte ich gern so einen Sommerlook. Ich habe mir jetzt mal hier einfach dieses helle Gelb ausgesucht. Und wenn ich jetzt durch das Video durchgehe, dann ist das Ganze aber nur auf das erste Video angewendet worden. Ich kann also nochmal drauf gehen und auf die Farbe klicken. Und dann hier links auf beide Haken klicken und dann für auf alle anwenden. Jetzt gehe ich hier wieder raus und jetzt seht ihr, aha, das ist bei allen Videos so angekommen. Jetzt schneide ich das Ganze mal so, wie ich es haben will. Der Anfang passt mir schon. Und jetzt möchte ich aber in dem Moment, wo die Schuhe stehen bleiben, hier das Ganze teilen. Dazu klicke ich auf Teilen und den Rest, der jetzt hier übrig geblieben ist, den will ich gar nicht haben, also lösche ich den mal. Und hier müssen wir jetzt gucken. Aha, gucken mal, wie das aussieht. Okay, das ist mir insgesamt zu langsam und deswegen will ich das jetzt schneller machen. Dazu scrolle ich nach hinten und klicke hier auf Geschwindigkeit und jetzt kann ich die mal schneller machen. Das ist mir zu schnell. Gucken. Okay, das würde ja schon mal passen, aber das Ende brauche ich gar nicht. Das heißt, hier an der Stelle schneide ich das auch wieder durch. Hier möchte ich an genau der Stelle schneiden, wo ich schnipse. Wenn ich auf ein Video lange drauf drücke, dann werden mir alle Clips hintereinander angezeigt und ich kann eins nehmen und zum Beispiel wie in diesem Fall weiter nach vorne schieben. Und diesen Clip hier am Ende, den möchte ich genau umgekehrt anschauen. Dazu klicke ich hier hinten auf Umkehren. Das dauert jetzt kurz. Schauen wir uns doch mal kurz ein Zwischenergebnis an. Vielleicht geht es euch so wie mir, es ist ganz nett, aber ich glaube, da kann man auch ein bisschen was machen.
Es gibt auch noch ein paar Möglichkeiten, aus den einzelnen Clips jeweils ein bisschen mehr rauszuholen. Gerade wenn ihr sagt, ja, Handykamera schön und gut, aber irgendwie sehen die Aufnahmen doch nicht so ganz schön aus. Hier kommt mein Tipp für euch. Geht doch mal ganz vorne. Also wenn ihr nach vorne scrollt wieder, seht ihr hier den Bereich Filter. Wenn ihr auf Filter klickt oder einfach das Video anklickt, dann öffnen sich entsprechend die Filter. Und dann könnt ihr hier verschiedene Versionen rausprobieren und gucken, was ihr schön findet. Ich finde diesen Vintage-Filter ganz schön, aber der ist mir noch ein bisschen zu viel. Ich nehme wieder ein bisschen raus, irgendwie sowas vielleicht. Und jetzt kann ich mir wieder überlegen, will ich das Ganze auf nur diesen einen Clip anwenden oder auf alle Clips. Ich klicke mal auf alle Clips. Und jetzt kann ich mal durchscrollen und schauen, wie ich finde, wie das aussieht. Das wirkte schon etwas sommerlicher. Jetzt klicken wir noch auf Anpassen. Und hier kann ich jetzt alle möglichen Sachen anpassen. Zum Beispiel kann ich sagen, ich hätte gern ein bisschen mehr Kontrast. Oder wenn ein Bild zu dunkel geworden ist, kann ich das hier auch heller machen. Ich würde mal noch ein bisschen das Material ein bisschen wärmer machen. Also hier kann man, ne, blau ist immer kalte Farben, gelb ist wärmer. Ich mache es mal wärmer, weil ich möchte, dass es so richtig sommerlich wirkt. Ich könnte jetzt auch noch hier bei der Sättigung ein bisschen schauen, ob es noch ein bisschen stärker wird. Und kann auch bestimmte Farben nutzen oder zum Beispiel eine Vignette machen. Und jetzt wende ich das Ganze mal auf alle an wieder. Mir ist das ein bisschen zu stark geworden. Deswegen nehme ich mal hier die Sättigung wieder raus. Ja, ich glaube, so reicht es aus. Jetzt noch zu den Effekten. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ich zum Beispiel hier auf den TV-Filter klicke, dann kommt da InShot Pro alle Funktionen freischalten. Ihr merkt also, in InShot gibt es zum einen Werbung, zum anderen leider auch einige Funktionen, für die man einen Pro-Account braucht. Und der kostet monatlich oder eine relativ hohe Gebühr, einmal für immer. Deshalb würde ich das eher nicht empfehlen, das lohnt sich eigentlich nicht. Sucht einfach einen anderen Effekt. In dem Fall zum Beispiel nehme ich vielleicht hier diesen Glitch-Effekt. Oder diesen Neon-Effekt, den finde ich auch ganz gut. Und wende dann in dem Fall aber nur auf diesen ersten Clip an, indem ich das hier kleiner schiebe. Was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Musik und vielleicht ein paar Geräusche. Dann wird es noch ein bisschen spannender. Unter Musik findet ihr tatsächlich einige Musiken, die ihr einfach benutzen dürft. Ich suche mir jetzt mal eine aus. Die finde ich doch sehr passend. Was ich jetzt noch machen sollte, ist am Ende meines Videos einen Text einzublenden, in dem ich erkläre, wem diese Musik gehört. Credit for the Künstler. Hier kann ich jetzt also auch noch Schriftarten, Farben und Ähnliches aussuchen. Und mit gedrückt halten den Text an die richtige Stelle ziehen. Mit dem Klick auf den Pfeil oben rechts könnt ihr das Video dann speichern. Und es jetzt entweder nur auf eurem Smartphone lassen oder zum Beispiel an Freunde schicken. Das war nun ein ganz kurzes Beispielvideo für euch. Ich finde die App echt praktisch, um mal schnell was am Smartphone zu schneiden. Achtet nur drauf, es gibt Werbung und vor allem kann man an manchen Stellen auch Geld dafür ausgeben, um einige Funktionen sich dazu zu kaufen. Die braucht man eigentlich gar nicht, also das könnt ihr einfach weglassen.
Mich würde sehr interessieren, reicht euch die Schnittfunktion in TikTok oder in den Insta-Reels oder braucht ihr auch so eine App? Ich würde euch gerne noch über so viel mehr informieren. Dazu einfach mal unseren Kanal abonnieren.